Oh, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Dann kann ich leider nichts dafür, war gerade ein kleiner Cut. Weiter geht's nun. Super, du bist schnell ganz nach vorne gefahren. Jetzt musst du die Führung nur noch behaupten. Soll ich nur noch einfach hinter mir versuchen zu behalten? Ist schwer. Wir haben hier in der letzten Kurve das noch nicht gesehen. Ey, zwei Leute noch in der letzten Kurve wegen diesem. Platten. Wie kann dieser Platten passieren? Ja. Das war kein schönes Rennen. Eurorand hat extrem starke Rennfahrer. Diese Platzierung ist aller Ehren wert. Ist nicht. Dafür, dass müssen wir gegen die Bande drücken. Eurorand hat extrem viel Erfahrung. Sieh zu, dass du die Jungs überraschen kannst. Wumm, vorbei. Kann die Erfahrung. Gar keine. Du bist Zweiter. Jetzt greif die Spitze an. Kann schon mal weg. Zwei Runden. Sollte drin sein, die Runde zu bekommen. Drücken wir das Gasbild an. Bus, mal vollkommen. Eine gute Rand, ja, aber du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Das Auto ist ganz schön demoliert. Ach. Von da hinten. Na okay. Von hinten sieht man.
war ehrlich nur der Platten, der mich aufgehalten hat. Nur dieser Platten. Oh, wieder ein paar Fans dazu. Du warst so überzeugend, dass Eurorand dich erneut eingeladen hat. Beeindrucke sie weiterhin. Dann können wir sie sicher für die BSR verpflichten. Was haben wir denn hier? Subaru. Sportcoupé. Wir fahren mit dem Subaru. Schwierig. Verlier nicht die Nerven. Okay, es geht heute gegen die Visero. Mal sehen, ob sie sich gegen ein Fahrerfeld genauso gut schlagen wie gegen die Uhr. Nein, bitte schon. Die Visero kennt diese Strecke am Côte d'Azur wie seine Westentasche. Du musst heute in Topform sein. Fast in den Top 3. Ja, das ist ein kleiner Strand. Eng, eng, eng. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Verteidige weiter deine Führung. Der Zweitplatzierte klebt dir direkt am Heck. Das wollen wir ja nicht, ne? Erster Platz. Besser geht's nicht. Vergiss die Promo-Events nicht. Wenn sie nicht wichtig wären, würde ich den Kontakt gar nicht herstellen. Promo. Sponsor, die ihn zufrieden mit einem Hass alle ihre Ziele erfüllt. Okay. Dann wagen wir uns gleich mal an das Ganze hier.